Dann herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Wir stellen jetzt am Anfang nochmal uns als Atruvia ein bisschen vor. Was machen wir? Wir haben als Gastgeber so ein bisschen ja, die Ehre und auch die Zeit bekommen, da uns nochmal ein bisschen tiefergehender vorzustellen. Ich werde erstmal so den eher non-technischen Teil übernehmen. Wer sind wir als Atruvia? Wo kommen wir her? Wieso setzen wir OpenShift ein? Und danach kommen vier Kollegen bei mir aus dem Team, die dann nochmal Containerplattform, so CI/CD, Provisionierung Pipelines, Service Mesh, Big Data und OpenShift vorstellen. Das heißt, wir machen dann fliegenden Wechsel und ihr seht dann neben mir noch vier weitere auf der Bühne. Ja, die Atruvia, wer sind wir? Wir sind mittlerweile deutschlandweit aktiv, sind einer der größten IT-Dienstleister in Deutschland mit knapp über 5000 Mitarbeitern. Und zwar sind wir der Full-Service-Dienstleister für die Volks- und Raiffeisenbanken. Also bankfachliche IT-Lösungen sind unser Thema, Geschäftsprozesse, alles zwischen Bank und IT wird bei uns im Hause realisiert. Atruvia heißen wir jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren. Man kennt uns vielleicht noch als Fiducia GRD, Fiducia oder GRD. Also wir haben die letzten Jahre ein paar Fusionen hinter uns und mittlerweile Atruvia, unser neues Brand. Genau, unsere Standorte, unsere großen Standorte hier in Karlsruhe, in Münster und in München, das sind so da, wo die meisten Leute sitzen. Unser Hauptsitz ist in Frankfurt, da sitzen nicht so viele Leute. Genau, und dann haben wir noch einen kleineren Druckstandort in Berlin. Und wir haben so alles an Technologie und Möglichkeiten, was das Herz begehrt. Also von der App-Entwicklung über Mainframe, wir machen Beratung, wir machen Migrationsprojekte. So alles, was die Volks- und Raiffeisenbanken brauchen an IT, kommt von uns. Also Banksteuerung, alles, wenn man ein Konto eröffnet, E-Banking wird bei uns zu großen Teilen entwickelt oder wir kaufen Software ein, tun die entsprechend customizen und dann an unsere Banken ausrollen. Das ist so unser Geschäftsgebiet. Wir haben über 1000 Kunden und da ist die Hauptsache die Volks- und Raiffeisenbanken. Das ist auch immer so eine Herausforderung, die wir haben. Also alle Volks- und Raiffeisenbanken sind auch eigenständig Unternehmungen, das ist nicht eine große Volks- und Raiffeisenbank, sondern das sind alles eigenständige Unternehmen. Darüber hinaus bedienen wir auch noch Spezial- und Privatbanken mit unserer Software. Das heißt, da haben wir auch eine gewisse Anzahl von Privatbanken, die bei uns die Software beziehen und auch im Rechenzentrum betrieben werden. Darüber hinaus sind wir im Verbund, im genossenschaftlichen Verbund sehr aktiv. Die Kollegen von der Schwäbisch Hall sind da, dann zählen aber auch noch so die DZ Bank, die RNV-Versicherung und viele weitere gehören zu unserem genossenschaftlichen Verbund, mit denen wir sehr stark da auch verbändelt sind und auch da viele Lösungen anbieten. Haben noch Konzerntöchter und wir machen auch so ein bisschen Outsourcing, das heißt so für ein ADAC oder SWR gibt es auch noch verschiedenste Sachen, wo wir dann halt bei uns im Rechenzentrum für die Kollegen was betreiben. Ja, großes Thema neben der Entwicklung, also wir haben ja vorhin darauf eingegangen, wir haben alle Couleur von Entwicklern, die bankfachlich entwickeln und auf der anderen Seite betreiben wir auch die Software, die entstanden ist in unseren Rechenzentren. Wir haben 2 große Rechenzentren in Karlsruhe und Münster. Die haben auch jeweils 2 Standorte hier, die 10, 15 Kilometer auseinander liegen, damit wir halt ein hohes Maß auch an Sicherheit, Verfügbarkeit und Stabilität gewährleisten können. Also ist alles redundant ausgestattet, redundante Netzzuführung. Auch so Themen wie Notstromversorgung, dass wenn in Karlsruhe der Strom ausgeht oder in Münster, dann müssen unsere RZs weiterlaufen. Und ja, zentraler Leitstand, der 7x24 Stunden besetzt ist, dass wir auch mitbekommen, wenn wir irgendwelche Stabilitätsprobleme haben.
sind für uns Standard. Und genauso das Thema Winteranlaufprozesse, wenn wir irgendwelche Probleme haben oder so Krisenfalltests müssen wir auch bei uns durchführen. Ich denke, der eine oder andere, der im Bankenumfeld aktiv ist, der wird solche Sachen kennen. Das sind die Standards, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden und wo das ganze Thema Security und Compliance auch einen sehr hohen Stellenwert bei uns einnimmt. Ja, ich denke, das werden viele kennen. Das habe ich so mal als Übergang, um dann ein bisschen fachlicher zu werden. Die Herausforderung, die wir als Atruvia haben, ist natürlich, dass wir unseren Banken den bestmöglichen Service bieten wollen. Und unsere Banken stehen halt auch in einem zunehmenden Wettbewerb und Privat- und Firmenkunden. Das ganze Thema Effizienz, Stabilität und Nachhaltigkeit auch bei den Bankprodukten ist sehr wichtig. Auf der anderen Seite auch so Sachen wie modernes, digitales Banking und ja, Effizienzsteigerung, Kostendeckung, habe ich schon gesagt, Verknüpfung von Lebenswelten, Unterstützung von neuen Geschäftsmodellen. Und das Thema ist bei uns schon lange auf der Roadmap, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Die Folie ist jetzt relativ neu von 22, aber das, was hier steht, das beschäftigt uns schon die letzten 10, 15 Jahre, dass wir uns mit solchen Themen auseinandersetzen. Und da sind wir vor 2018 ist das Thema Omnikanal-Plattform bei uns aufgekommen. Über die möchte ich ein bisschen erzählen. Das war unser Haupttreiber, auch Richtung OpenShift zu gehen. Das war unsere erste OpenShift-Sternstunde, sage ich mal. Damit haben wir angefangen und sind mittlerweile da aber stark gewachsen. Also mittlerweile haben alle internen Kundenbedarf nach OpenShift oder Kubernetes-Plattform. Also wir sehen das schon in einer breiten Masse, dass wir da auch interne Kunden bedienen. Da wird der Philipp dann noch mal ein bisschen mehr zu unseren Kennzahlen erzählen, was wir da mittlerweile betreiben. Aber das vielleicht noch ein bisschen, werde ich noch mal so ein bisschen zur Fachlichkeit erzählen. Also unsere Strategie, wir möchten unseren Banken helfen, wir wollen gucken, wie wir besser digitalisieren. Und da haben wir uns vor 5 Jahren, 6 Jahren entschieden, wir brauchen so eine Art Omnikanal-Plattform. Wir möchten von unserem Monolithen, irgendein Kollege hat vorhin mal gesagt, weg vom Monolithen. Und das waren auch so unsere Gedankengänge, die wir da vor 6, 7 Jahren hatten. Wir möchten die Daten, die entstehen, über alle Kanäle nutzen, vertrieblich nutzen. Wir möchten die Kundenschnittstellen einheitlich aus einer Hand bedienen, egal über welchen Kanal, ob über die App, in der Filiale, über die GAAs oder ähnliche Sachen. Das soll alles mehr zusammenrücken. Wir möchten das Ganze auch für die Banken, so dass für die Banken die Erträge steigen, die Abschlusskosten gesenkt werden. Und deshalb haben wir uns entschieden, so eine Omnikanal-Plattform aufzubauen. Und haben in dem Rahmen uns auch überlegt, wir möchten eine zukunftsfähige Plattformarchitektur, eine zukunftsfähige Infrastruktur aufbauen und haben uns dazu entschlossen, einen komplett neuen Stack, gerade im vertrieblichen Sektor einzuführen, diese Omnikanal-Plattform. Wir möchten eine modulare, microservice-basierte Architektur einsetzen auf Basis von einer Containerplattform und haben uns damals entschieden, OpenShift einzuführen. Hier in der Mitte sieht man dann auch, was noch weiter in unserem Stack so alles dabei ist. Terraform, wir haben mal angefangen mit Jenkins, mittlerweile stellen wir auf GitLab um im GitOps-Bereich. Da wird der Richie nachher ein bisschen was dazu erzählen. Und so Sachen wie Helm, ArcoCD, kommt auch vom Richie noch ein bisschen. Wir setzen Camunda, Angular im Frontend-Bereich oder als Prozess-Engine ein. Also wir haben uns entschieden, da einen modernen Technologie-Stack einzuführen. Und ja, und schauen uns auch immer wieder Tools an. Also wir sind jetzt nicht nur mit Red Hat verbandelt, sondern wir gucken einfach auch, was ist so ein
Best Fit für uns? Was passt am besten uns auch in unsere Landschaft rein und erweitern halt diese Tool-Landschaft weiter. Darüber hinaus haben wir uns natürlich auch in dem Rahmen entschieden, noch weiter das Thema agile Softwareentwicklung voranzutreiben. Wir haben das ganze Unternehmen so vor 3 Jahren auch komplett umgestellt in eine Art End-to-End-Verantwortung, haben da so ein Spotify-angelehntes Modell eingeführt, machen auch so eine agile, komplette Planung. Also mittlerweile tippt unser ganzes Unternehmen nach PIs, Sprints, also wir takten alles im gleichen Rhythmus, um da auch die Lieferfähigkeit, die Lieferversprechen gegenüber unseren Kunden zu erhöhen und uns da auch sehr gut abstimmen zu können. Und natürlich ein ganz wichtiger, dicker Punkt auch in dem ganzen Thema ist dieses Thema kontinuierliche Ausprägung. Ich glaube, mit unserem Monolithen hatten wir 3 große Releases im Jahr und das ist einfach auch was, wo wir weg wollten. Und deshalb haben wir uns entschieden, diese Omnikanal-Plattform einzuführen. Und hier drüben so mal ein bisschen zur Zeitschiene. Also 2018 gab es den ersten Prototypen. 2019 haben wir es geschafft, auf OpenShift einen ersten Produktivbetrieb zu gewährleisten. Haben das ganze Thema CI/CD mit Jenkins noch aufgebaut. Haben es dann geschafft, in 2020 einen ersten breiten Einsatz für Firmenkunden zu gewährleisten. Und mittlerweile sind wir so weit, dass seit 2022 unser komplettes E-Banking auf der Plattform läuft. Das heißt, alles von Volks- und Raiffeisenbanken im Bereich E-Banking-App läuft bei uns auf den OpenShift-Clustern. Und damit ist aber noch nicht so das Ende der Veranstaltung erreicht. Also dieses Thema Banking Workspace, was da oben ist, das ist unser Bankarbeitsplatz, also womit der Banker arbeitet. Also bisher haben wir uns auf die Endkunden fokussiert und mittlerweile ist es unser Ziel, auch die komplette User Experience von den Bankmitarbeitern umzustellen und auch Richtung OpenShift und diese Omnikanal-Plattform und diesen Banking-Workspace umzustellen. Das heißt, das ist für uns ein ständig wachsendes Thema. Und wir haben auch weitere starke, große Plattformen, die in die Richtung gehen. Der Kollege Mendix ist so ein Thema, aber auch unsere Steuerungsbankplattform, das ganze BI-Thema, KI-Thema, alles Kunden, die in unsere Richtung gehen und die wir auch mit unseren Lösungen beglücken. Und da vielleicht noch mal ein bisschen Kontext. Wer steht eigentlich heute hier auf der Bühne? Wie ist so ein bisschen unsere Firma organisiert, damit ihr das noch ein bisschen einordnen könnt. Wir unterscheiden so ein bisschen nach Geschäftsfeldern und Servicefeldern. Das sind die ehemaligen Bereiche. In unserem neuen Organisation nennen wir uns Geschäftsfelder und Servicefelder. Geschäftsfelder sind die eher am Markt aktiv sind, die Software entwickeln, die das unseren Banken anbieten. Das heißt, da sitzen unsere Entwickler, unsere Produktmanager, die die App entwickeln, die Bankprodukte entwickeln. Und die sind sozusagen unsere internen Kunden, denn wir sind ein Servicefeld. Wir nennen uns Plattform Services. Das ist eines unserer größten Servicefelder. Wir sind 650 Leute, die rein nur die kompletten Plattformen zur Verfügung stellen. Gibt es halt Leute, die machen Datenbanken. Das ganze Thema Mainframe ist noch sehr groß, Netze. Also wir sind da 10 Tribes, nennen wir das. Und einer davon ist unser Tribe Container Services. Wir sind aktuell so um die 30 Leute und wir kümmern uns um alles im Bereich Container. Das heißt, wir sind keine Entwickler, sondern wir sind die Plattform Betreiber, die Plattformhersteller. Wir gucken, dass wir das Thema automatisieren und effizient zur Verfügung stellen. Und da würde ich dann auch an meine Kollegen übergeben. Und das ist auch so, wie wir Stand heute organisiert sind. Also bei mir gibt es 4 Teams. Ein großes Team
kümmert sich um das ganze Thema Containerplattform, ein Team kümmert sich um das ganze Thema CI/CD, GitOps, ein sehr neu aufgebautes Team kümmert sich um das Thema Service Mesh und dann haben wir noch ein Thema Big Data, was so sich im Wandel von Hadoop weg Richtung OpenShift bewegt. Und da möchten wir euch nochmal mitnehmen, dass aus jedem Team berichtet wird, wo wir da unterwegs sind, was wir da treiben. Und jetzt wird es ein bisschen technischer. Und ich übergebe an den Philipp. Zeit, ich wollte gerade sagen. So, zweiter Versuch. Versuchen wir es nochmal. Ja, das müsste eigentlich reichen. Ja, passt. Ja, ne? Ja, super, so. Wunderbar, danke. So, geil, klappt. Ja, ich muss kurz sein. Dann muss ich nicht so schreien. Wunderbar. Also, hi, schön, dass ihr da seid, auch von mir. Stefan hat jetzt schon ein paar Zahlen geworfen. Ich mache genau da weiter. Und werf so ein bisschen Zahlen noch in den Raum. Also wir haben gesagt, wir haben 700-800 Banken, die wir betreuen, viele Kunden, sehr viele Konten und dafür brauchen wir auch ein bisschen Rechenleistung. Wir haben was aufgebaut, wir haben schon gesagt, wir haben verschiedene Standorte. Wenn man jetzt mal im Cloud-Sprech reden möchte, dann haben wir sozusagen zwei Regions im Endeffekt, sind da auch. Wenn man will, quasi georedundant aufgestellt und haben eben in den Regions Karlsruhe, Münster immer 2+1 Zonen, also zwei Compute-Zonen und ein Quorumsstandort, um dann echte Hochverfügbarkeit eben abzubilden. Wir haben relativ viele Cluster, 55 Stück sind es ungefähr momentan, die wir über verschiedenste Stages aufbauen. Wenn wir entwickeln, dann haben wir natürlich eine Dev-Test-Stage, Abnahmeumgebung, Lasttestumgebung, alles Mögliche, bis wir dann natürlich in eine Produktionsumgebung gehen können. Genau, die Cluster sind verteilt und insgesamt haben wir so um die 100.000 Pods in allen Clustern laufen und die wollen natürlich, wie gesagt, auch ein bisschen Ressourcen haben. Sind wir ungefähr jetzt bei 55.000 vCPUs auf alle Cluster verteilt und so ungefähr ein halbes Petabyte RAM, was wir da betreiben. Das ist natürlich dann an manchen Stellen durchaus eine Herausforderung. Wir haben nämlich auch relativ vielfältige Anforderungen an die Plattform. Wir haben Anwendungen, die sind weitestgehend Cloud-Native, nennen sich Microservices. Wir haben aber auch den klassischen Big Data Anwendungsfall. Das heißt, wir haben auch Cluster, in denen wir noch GPU-Server zur Verfügung stellen, um dann eben auch Modelle zu trainieren. Also da sind wir relativ breit aufgestellt und gehen eigentlich, was den Clusterbetrieb von OpenShift angeht, ziemlich an jede Ecke ran. Ja. Genau, so viel dazu. Was machen wir jetzt noch neu? Wir versuchen, unsere Atrubia Private Cloud so ein bisschen auch noch breiter aufzustellen. Deswegen sind wir gerade noch in einem Hybrid Cloud Setup, momentan nach Azure. Sind wir im Aufbau. Das nimmt jetzt langsam Fahrt auf. Ja. Genau. Was sind unsere täglichen Herausforderungen, wenn wir so die Cluster betreuen? Wir haben die Herausforderung, für das Plattformteam sind wir jetzt aktuell 12 Leute. Wir werden, glaube ich, bald 14 Leute rein Plattformbetrieb und müssen natürlich schauen, dass wir die Klasse aufgebaut bekommen und irgendwie betrieben. Die Welt bei uns ist so ein bisschen historisch gewachsen. Deswegen haben wir natürlich immer im Wachsen mit automatisieren müssen. So gut möglich ist natürlich. Das heißt, wir haben so ein paar, ich sage mal, Spezialitäten, die man heute, glaube ich, nicht mehr unbedingt machen würde. Also gutes Beispiel, wir haben Standalone-ESXen. Das ist für uns eine Herausforderung. Da haben wir keinen vSphere dran, keinen vSAN in dieser Welt und das birgt natürlich dann Verwaltungsaufwand. Dafür automatisieren wir das Ganze dann,
Bei uns ist Ansible sehr stark in Benutzung. Und genau, die Kollegen haben jetzt auch einen ersten Operator entwickelt auf Basis von Ansible Operator SDK, sodass wir da sowohl den Betrieb wie auch ein Setup von so einem Cluster weitestgehend wegautomatisiert haben. Genau, ansonsten, wenn wir so ein Cluster aufbauen, dann wollen wir das natürlich auch veredeln, dass das unseren Anforderungen entspricht. Dafür haben wir relativ viele Helmcharts geschrieben, die wir dann eben ausbringen. Da kommen wir später auch nochmal im Detail drauf, wie wir das auch versuchen zu modernisieren. Was haben wir sonst für Herausforderungen? Eigentlich das Übliche, was, glaube ich, jeder kennt. Wir müssen irgendwie ein Operator-Management machen. Natürlich wollen die Anwender gerne immer alle Operator und immer die neuesten. Und ich möchte das gerne selbst managen. Das sind so die typischen Herausforderungen. Und was wir dabei eben versuchen, wenn die Kunden schon Operators wollen, dass wir sie dann natürlich mitnehmen, in die Best Practices an die Hand geben, dass wir da auch ein bisschen beraten, damit unsere Cluster auch sinnvoll genutzt werden. Ja. Was schwingt natürlich immer mit? Security Compliance. Wir sind Bankendienstleister. Die BaFin hat ein großes Interesse daran, dass wir sauber arbeiten. Deswegen ist das halt so ein allgegenwärtiges Thema. Ja, ich habe schon gesagt, wir haben ein paar Herausforderungen bei uns. Es ist viel gewachsen und was wir jetzt gerade machen ist, ich sage mal fast ein Re-Architecture von unserem Weg, wie wir Cluster aufbauen, wie wir das RZ betreiben wollen, wie wir das modernisieren können und haben da fast auf einer grünen Wiese, sage ich jetzt mal vorsichtig, angefangen und versuchen da von Grund auf eben zu modernisieren, um so einen ganzen Cluster-Lifecycle wirklich von Anfang bis Ende, der Kunde bestellt ist, der geht in den Marktplatz, klickt sich da ein Cluster und bekommt das automatisch hingestellt. Da sind wir gerade dran. Würde ich gar nicht zu weit vorweggreifen. Wen es interessiert, können wir dann in der QA gerne nochmal drüber reden. Genau, in dem ganzen Rahmen, was wir da haben, spielt natürlich immer CI/CD eine große Rolle. Wir versuchen auch, unsere eigenen Tools zu nutzen. Wer die bereitstellt, sind die Kollegen. Ich würde an dich übergeben. Kannst gerne mal die CI/CD-Plattform vorstellen. Mikro liegt drüben, oder? Ich kann auch das nehmen. Genau, dann gucken wir mal. Genau, ich habe zwei Themen heute. Nochmal wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr alle in Karlsruhe seid. Ich hoffe, auch bei grauem Wetter können wir heute euren Tag ein bisschen erleuchten und die Sonne scheinen lassen. Und entsprechend möchte ich zwei Themen hervorheben. Einmal die Provisionierung und einmal das Thema Pipelines, schwerpunktmäßig da eigentlich CD, also Deployment in die Cluster rein. Dann schauen wir uns mal das Ganze an. Wir haben heute ein OpenShift-Anwendertreffen, aber auf meiner Folie ist nur ein Bildchen drauf, ganz links ist OpenShift. Und was wäre so ein OpenShift ohne die ganzen Werkzeuge, die es da gibt und die man eigentlich braucht, dass man in so einer Containerwelt eigentlich arbeiten kann. Und das ganze Ökosystem, das es bei uns gibt, besteht aus verschiedenen Komponenten. Wir haben angefangen 2018 mit GitLab, sind dann in der Zwischenzeit mal migriert auf Atlassian Bitbucket. Das ist eigentlich immer das Git-Repository, da ist einmal drin der Quellcode, auf der anderen Seite ist auch drin die Infrastruktur-Libraries oder die Operations-Libraries, wie man es gerne bezeichnet. Das heißt, unser Ziel ist es, zwei Teile einmal, Infrastruktur as Code, alles, was wir im Cluster drin haben, wird vorher spezifiziert, wird automatisiert entsprechend ausgebracht und entsprechend über eine Spezifikation in die Systeme reingebracht. Angefangen haben wir mit GitLab, sind dann zwischenzeitlich auf Atlassian Bitbucket gewechselt. Mittlerweile sind wir wieder auf dem Weg zurück und möchten auch die ersten Gehversuche machen in GitLab CI. Wir haben Werkzeuge für das Deployment, zwei Stück sind im Einsatz, historisch gewachsen. 2018 entstanden ein Jenkins, der Deployment macht von Kubernetes und entsprechend OpenShift-Manifeste, so haben wir angefangen.
Dann kam ein bisschen später Argo-CD dazu, auch mit der Option Helmcharts zu verteilen. Irgendwann haben die Kollegen festgestellt und auch die Kollegen vom Hause Rettet haben immer gesagt, oh, die Container-Registries im Cluster, die sind so randvoll und es schafft so viele Probleme. Entsprechend haben wir uns nach einer externen Registry umgesehen, da ist die Harbor dazugekommen. Wir haben die beiden großen Produkte am Markt damals evaluiert, einmal Quay, einmal Harbor, haben uns dann am Ende für Harbor entschieden. Was dann passiert ist, ein Bankenrechenzentrum wie unseres hat viele Geheimnisse, also nicht nur die Kontenstände der Kunde, sondern auch die Geheimnisse, mit denen man auf die Datenbanken zugreifen kann. Die Geheimnisse, die in Form von Zertifikaten mit geheimen Schlüsseln rumliegen. Da ist dann das Produkt der Firma HashiCorp mit dazugekommen, dass wir den Vault nehmen, um unsere Geheimnisse sicher zu verschlüsseln, zu verstecken. Aber was nützt ein Geheimnis, wenn es geheim bleibt? IT braucht natürlich die Geheimnisse, dass sie auf die Daten zugreifen kann. Entsprechend müssen die Geheimnisse wieder in die Cluster kommen. Und entsprechend haben wir dafür den External Secrets Operator ausgewählt, der entsprechend dann die Geheimnisse wieder aus der Vault rausholt, in die Cluster schafft, sodass sie an der richtigen Stelle sind, dass die Applikationen darauf zugreifen können. Ganz links unten steht ein Arbeitstier, das nicht tot zu kriegen ist, das seit vielen, vielen Jahren auf der Plattform rumgeistert, nämlich der Jenkins, der bei uns einmal natürlich aktuell noch für die Entwickler das Bildwerkzeug ist im Cluster und für uns aber auch noch das Deployment-Werkzeug ist, um zumindest in den großen Plattformen die Software rauszubringen. Parallel dazu für entsprechende Produktionslinien haben wir auch Argo-CD im Einsatz, um andere Linien zu versorgen. Also man sieht hier ein bisschen an dem Bild, wir sind sehr breit aufgestellt. Wir haben aktuell nicht nur eine Lösung im Einsatz, sondern an der einen oder anderen Stelle zwei Lösungen, die uns helfen, eigentlich die Probleme in den Griff zu kriegen. Man weiß natürlich, wir sind eine Riesenmannschaft. Wir haben ein großes Entwicklerteam. Da sind viele Köpfe mit eigenen Gehirnen und da entstehen sehr viele lustige Ideen, die nicht immer so zu unseren architektonischen Vorstellungen passen. Und dann gibt es ab und zu immer wieder die Aufgabe, entweder das mit in die Systemlandschaft zu integrieren oder die Leute einzufangen und sagen, das ist der einzig wahre Weg, den er gehen müsst. Also beide Varianten gibt es an der Stelle. Wenn wir uns jetzt so ein Zoo von Systemen angucken, so ein Ökosystem angucken und sagen, wir machen OpenShift im Anwendertreffen, was hat es jetzt alles mit OpenShift zu tun? Das Ganze, ich habe es am Anfang mal gesagt, dient eigentlich dazu, dass das Ökosystem zum Laufen kommt. Das heißt, wenn ein Entwicklerteam wirklich in die Landschaft reingehen will, dann müssen wir die onboarden. Das heißt, wir müssen denen sagen, ihr kriegt einen Platz in der Container Registry. Wir müssen denen sagen, ihr kriegt einen Platz im Secret Store. Wir müssen sagen, wir müssen den entsprechenden External Secrets Operator konfigurieren. Wir müssen entsprechend CI für Jenkins vorbereiten. Wir müssen Argo-CD konfigurieren, dass da ein Application Set drin ist. Das ganze Zeug muss irgendwo provisioniert werden. Das ganze Zeug muss so verdrahtet werden, dass es gemeinsam funktioniert. Das machen wir über diese Single Source of Truth, wie wir es nennen, eine Spezifikation, die wirklich beschreibt, was braucht ein Entwickler, dass er arbeiten kann, von seiner Entwicklungsumgebung bis in die Produktionsumgebung. Wir sammeln alle Daten von den Berechtigungen, von den entsprechenden Einstellungen und bringen das auf all diese Systeme, sodass am Ende ein Mensch damit arbeiten kann. Das war unser Anspruch. Mittlerweile können wir sagen, wir sind fast auf der Zielgerade. Wir haben fast alles eingefangen. Ein oder zwei Baustellen haben wir noch. Aber da sind wir entsprechend hingekommen. Und dann das, was viele immer interessiert. Wir machen CI/CD. Wir wollen DevOps machen. Manche sagen auch, wir wollen DevSecOps machen. Und dann kommt immer die große Schwierigkeit und das entsprechende Zielbild, wie macht man das in einem regulierten Bankenumfeld? Wie kriegt man das hin, was der Gesetzgeber vorschreibt, dass es Trennungen geben muss? Dass es Trennungen geben muss zwischen den Entwicklern und der Produktion. Dass hier saubere Grenzen gezogen werden sind. Wie kriegt man das hin, dass ein Entwickler nicht nach Produktion zugreifen darf und was man an der Stelle tun muss? Ich habe mitgebracht ein Beispiel von der Pipeline. Das ist jetzt eine Java-basierte Pipeline an der Stelle, die entsprechend entweder im Frontend.
eine entsprechend Java-basierte Pipeline, die... Bin ich zu laut? Sind da beide Mikros an? Das Speaker-Mikrofon auch. Also das ist das eine für die Remote-Aufzeichnung und das zweite? Ich mache das weg. Okay. Genau. Wie kriegt man das Ganze in einem entsprechend regulierten Bankenumfeld zum Fliegen und zum Laufen? Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Unsere Omnikanal- oder Vertriebsplattform ist aufgebaut in weiten Teilen mit Angular Spring-Komponenten im Backend, Spring-Komponenten im Backend und im Frontend Angular-Komponenten. Die werden in der Regel mit dieser Pipeline gebaut. Ich habe sie stark vereinfacht an der Stelle, habe einiges rausgestrichen, was jetzt für heute eigentlich nicht gebraucht wird. Es wird vorne ganz normal gebaut. Es wird entsprechend dann in die Entwicklungsumgebung eingebracht, wird da verprobt, einmal für die Entwicklertests, einmal für die Integrationstests. Im nächsten Schritt geht das Ganze in die Abnahmeumgebung rein. Wir kopieren wirklich dann die Container-Images aus der Entwicklungsumgebung in die Abnahmeumgebung, legen sie dann ein zweites Mal ab, deployen dann in die Abnahmeumgebung, dann werden die Abnahmetests gemacht, die Qualitätssicherung gemacht, nochmal das ganze Zeug entsprechend sauber konfiguriert. Und danach, wenn die Freigabe da ist, geht das Ganze dann in die Produktion. Da ist die rote Linie gezogen und da wechselt auch die Verantwortung dann. Dann haben die Entwickler keine Berechtigung mehr, dann übernehmen die Operations-Kollegen. Manchmal sind sie im gleichen Team, manchmal sind sie in einem anderen Team. Und dann wechselt der Verantwortungsübergang entsprechend von Entwicklung zu Operations an der Stelle. Auch hier werden die Container nochmal transferiert. Hier im Beispiel einfach gezeichnet, sie gehen dann einmal nach Münster, sie gehen einmal nach Karlsruhe. Beide Standorte sind autonom ausgelegt und aufgebaut. Das heißt, die ganzen Container-Images liegen entsprechend dann für den Betrieb der Umgebungen da vor Ort. Man sieht unten das Bildchen, die schönen gelben Kästchen auf der Zeichnung, sind die jeweiligen Cluster, die wir haben. Vorne der Entwicklungscluster relativ groß ausgelegt, der Abnahmecluster ein bisschen kleiner, die Produktionscluster entsprechend wieder groß aufgelegt. Wir sehen oben drüber immer ein bisschen stilisiert die Infrastruktur-Libraries, die Soll man das nehmen? Ist es an? Ja, muss einschalten. Okay, dann nehmen wir das Handmikro. Ich hoffe, ich bin noch zu verstehen. Genau, wir haben unten die Cluster in gelb eingefärbt. Entsprechend sind wir hier die Deployment-Einheiten. Das heißt, wir haben keine zentrale Deployment-Einheit, sondern wir haben pro Cluster immer eine Deployment-Einheit. Entweder realisiert über Argo-CD oder über ein Deployment Jenkins an der Stelle. Und hier ist es so, dass oben drüber immer die Operations oder Infrastruktur-Repositories sind. Da sind einmal entsprechend die Kubernetes-Manifeste, die Helm-Charts drin und entsprechend die für die jeweilige Produktionsumgebung festgelegten Einstellungen. Was brauchen die alles, wie sind sie konfiguriert und wie ist die ganze Infrastruktur aufgebaut? Wie ich gesagt habe, die Cluster sind groß, der Entwicklungscluster ist sehr groß, der bringt uns regelmäßig an die Grenzen und die Kollegen von Red Hat zum Schwitzen. Und entsprechend die Produktionscluster sind groß und zwischendrin der Abnahmecluster ist ein bisschen kleiner. Wenn wir heute im Laufe des Tages Zeit und Interesse haben, können wir entsprechend dann da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Wir haben angefangen, Security im Cluster zu realisieren über entsprechende Network Policies, indem wir einfach die ganzen Container, die ganzen fachlichen Kontexte entsprechend über Netzwerk-Policies entsprechend abgeschottet haben. Die Zukunft heißt Service Mesh und wir wünschen uns eigentlich, dass wir entsprechend das Thema über eine Service Mesh darstellen und abwickeln können. Hoffen, dass wir an der Stelle Benefit, Mehrwerte schöpfen können, indem wir Aufwand und vor allem Komplexität einsparen können. Und ich gebe jetzt weiter zum Marius und zum Thema Service Mesh. Schön. Ich
Ich habe den. Test, ja, okay. Test. Gut. Hallo auch von mir und herzliches Willkommen. Service Mesh, warte mal, ist ein bisschen laut, oder? Geht? Okay. Stefan hat vorhin schon gesagt, 2021 haben wir den ganzen Online-Banking-Monolithen auf Microservice-Architektur umgestellt. Das ist, viele Microservices sensible mit hohen Sicherheitsanforderungen. Zudem haben wir in den Cluster auch noch Services, die Produktverkauf, Microservices, die im offenen Bereich laufen. Man will ja verkaufen den Kunden, Produkte anbieten. Die laufen im gleichen Cluster. Das heißt, die sind ohne Autorisierung erreichbar. Da haben wir gedacht, okay, wir müssen das irgendwie einschränken. Primär waren Network Policies, aber Network Policies sind ja unzureichend. Das ist so labelbasierte Autorisierung. Das heißt, jemand hält ein Schild hoch, und da steht der Label, und wenn er diesen Schild hochhält, darf er den Service aufrufen. Das ist keine identitätsbasierte Authentifizierung. Und so war bei uns so die ganz wichtige Anforderung, dass man zum einen diese identitätsbasierende Authentifizierung, dann natürlich das, was Service Mesh super mitbringt, ist die mit MTLS-Kommunikation, komplett out of the box, verschlüsselte Kommunikation zwischen den Services, abhörsicher. Darauf basieren die Authentifizität. Wir konnten auch so ein bisschen Makro-Segmentierung, ich zeige nachher nochmal eine kurze Folie dazu. Und dann ging noch weiter, wir wollten ja unsere eingehenden und ausgehenden Zugriffe einschränken. Eingehend ist, wir haben gesagt, offenen Bereich, ohne Authentifizierung, die sollen nur einen kleinen Radius, was sie erreichen können. Also nur die Microservices, die im offenen Bereich, die können über das Ingress Gateway vom offenen Bereich nur diese Microservices, nicht die Bankbenutzer, Bankkunden oder Banker-Microservices. Da haben wir so separate Ingress-Gateways, um die einfach schön voneinander isoliert und zu trennen. Und das andere ist auch natürlich Egress, ist auch ganz wichtig, aus dem Cluster raus. Wir haben Legacy-Systeme, die nicht den Schutz für so eine Microservice-Architektur, die Firewall dazwischen haben, aber wenn man den ganzen Cluster freischaltet, dürfen alle Legacy-Systeme erreicht werden. Also da muss man wieder Einschränkungen, und das kann man mit Service Mesh realisieren, dass man Egress kontrolliert und über entsprechende Egress-Gateways. Und dann auch den Sicherheitsniveau da auch zu regeln, weil quasi man will ja in den Legacy-Anwendungen nicht weiter Entwicklung investieren, sondern so, bis sie ersetzt werden durch was Moderneres. Genau, dann wussten wir brauchen irgendwann mal auch so ein bisschen was Multicluster-mäßig, dass man quasi mit Service Mesh das große Online-Banking auf mehrere Cluster verteilt. Und Resilience, auch ein Thema, was Service Mesh ganz gut bietet. Das kam zum Schluss, haben wir gesagt, okay, wenn die Entwickler so weit sind, können sie auf Service Mesh setzen, dass sie Retries, Timeouts regeln, Circuit Breaks, das bietet Service Mesh auf der Box. Bis dahin haben die Teams das selber durch irgendwelche Libraries, die wiederum im Grunde ein Proxy sind. Wenn so eine Hystrix Java Library ist im Grunde auch wieder so ein Proxy, der quasi dann sich dazwischen hängt in der Kommunikation und so Resilience-Thematiken abdeckt. Und das sind so Mehrwerte, die dann Service Mesh on top mitbringt und quasi den Entwicklerstack reduzieren kann. Genau, und klar auch noch ganz gut, Canary Release kann man mit Service Mesh wunderbar realisieren, dass man quasi zwei parallele Deployments, die alte und die neue Version, und dann inkrementell den Traffic shiftet und parallel die Metriken auswertet und schaut, ah, okay, es sind alles 200er, dann switche ich immer inkrementell weiter und kann sicher dann die neue Version rausbringen. Genau. Genau, hier so ein bisschen so diese Mikro-Makro-Segmentierung, die uns da ist, dass man quasi verschiedene Bounded-Kontexte zu Produkten bündelt und dann innerhalb den Produkten mit feingranular, mit Authorization Policy so Mikrosegmentierung betreiben kann. Genau, hier mal ein paar Zahlen, dass man sieht, was wir eigentlich so gemacht haben und wie das so entstanden ist. Also vor 2 Jahren haben wir angefangen, mittlerweile haben wir zu Spitzenzeiten bis zu 4000 Istio-Proxies, die injected werden. Also es ist schon eine Hausnummer, aber auch eine Herausforderung für das OpenShift Service Mesh. Zum Glück haben sie die Update-Zyklen verkürzt, dass man auf neueren Versionen relativ schnell aufsetzen könnte. Und wir haben, da sieht man auch, 3700 Authorization Policy. Das war uns ganz wichtig am Anfang, dass man diese Mikrosegmentierung, dass man die Zugriffe einschränken kann. Und
Genau, was noch? Und jetzt sieht man, die drei weiteren haben, es sind gar nicht so viele, eigentlich, wenn man sich denkt, was Service Mesh da bietet und für Möglichkeiten. Aber das liegt daher, dass die Entwicklerphilosophie, die Entwickler wollen alles unter Kontrolle haben. Die wollen ihr Java-Code, da kennen sie sich aus und es dauert, bis sie da quasi dem Mesh vertraut. Aber es tut sich was, vor einem Jahr hatten wir gar keine Destination Rules, jetzt haben wir schon 160 Destination Rules, das sind so Circuit Breaks Definitionen. Quasi, also das kommt an und die Setzungen können quasi ihr Entwicklerstack und ihre Abhängigkeiten reduzieren. Oder Virtual Services, wird verwendet für Routing oder Timeout-Steuerung. Leider haben wir auch ein paar Envoy-Filter. Envoy-Filter werden leider von OpenShift Service Mesh nicht unterstützt. Aber das brauchen wir für Legacy-Anwendungen oder für Sondersachen. Da kann man ganz granular den Istio-Proxy konfigurieren für so Sondersachen. Braucht man leider auch. Die Zahl ist mir ein bisschen zu hoch, aber ich hoffe, die halten wir unter Kontrolle. Genau. Kurze Frage, wer setzt Service Mesh ein? Einmal kurz die Hand hochheben. Okay. Überschaubar, ja. Und einen anderen Service Mesh? Nicht OpenShift Service Mesh? Setzt das jemand schon irgendwie ein? Nee. Okay. Jo, dann würde ich weitergeben zu, wird keine Fragen, okay, Fragen machen wir nachher, Big Data. Mikro noch und Presenter. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Big Data, mein Thema heute. Mein Team und ich, wir sind historisch eigentlich mit Hadoop unterwegs gewesen. Seit 2015 war Hadoop im Einsatz. Damals die Grundidee, man hat Datenlokalität, also Anwendungen und Daten zusammen auf ein Blech bringen. Wir haben viel Bare-Metal-Server aufgebaut mit Red Hat und lokalen Platten, um diese ganzen Big-Data-Themen, die so anstanden, man wollte das Gold in den Daten heben und so weiter, damals anzugehen. Und der erste Use-Case war so ein Streaming-Use-Case im Bereich Fraud Detection. Also man erinnert sich ja noch an die Zeit, wo immer die E-Mails kamen, hallo meine Bank, bitte geben Sie hier Passwort und Benutzerdaten ein, und dadurch war halt Fraud Detection ein großes Thema, so 2015, 16 rum. Und man hat sich damals entschieden, eine Hadoop-Technologie einzusetzen und hat das Thema auch recht erfolgreich vorangetrieben. Also heutzutage haben wir ungefähr einen dreistelliger Millionenbetrag an Betrugsfällen, die wir verhindern mit Fraud Detection bei uns, bei Adrovia, für unsere Kunden. Und da hat sich viel getan. Und das war so der Türöffner eigentlich zu Big Data. Und danach kamen so klassische Transaktionsanalysenmodelle, also wofür geben die Bankkunden ihr Geld aus, wie kann man daraus Daten rausziehen entsprechend, um Vertrieb zu machen, um die Kunden anzuschreiben und so weiter, oder irgendwelche Impulse generieren, ein Kunde hat Geburtstag und solche Dinge. Das waren viele Themen, die so in der Zeit anstanden, und wir hatten dann sogar 2021 500 Server, also wirklich Hardwareblech aufgebaut und rund 70 verschiedene Use Cases im Einsatz auf einem Hadoop-System. Dann kam eine Zeit, wo wir gesagt haben, okay, irgendwie Hadoop, das passt nicht mehr für uns, waren verschiedene Gründe. Einerseits, Hadoop an sich hat sich immens verändert. Wir hatten 5 Lieferanten, die es am Markt gab, und innerhalb von, ich glaube, 5, 6 Jahren wurden aus 5 ein. Also wir sind dann mit IBM gestartet, waren dann bei Hortonworks, am Ende bei Cloudera, weil jeder seine Plattform im Prinzip abgekündigt hatte und so die Enterprise-Hersteller stetig weniger wurden und es unklar war, wie es da eigentlich auch weitergeht. Und dann hatten wir auch immer mehr gesehen im Big-Data-Bereich, dass die Data Scientisten nicht mehr nur von Adrovia kamen, sondern von sämtlichen genossenschaftlichen Unternehmen zu uns ins Haus. Und jeder hatte so seine eigene Vorstellung, wie er denn an sein Problem herangeht. Also man muss sich vorstellen, so wie hier im Raum so viele Data Scientisten hatten wir als Kunden. Jeder ein anderes Problem, jeder eine andere Idee, wie er das machen will, braucht andere Python Libraries, braucht eine andere Spike-Version, will auf meinem Hadoop Linux Cluster eigene Libraries noch für OCR-Texterkennung, wie auch immer, installieren. Und da haben wir gesehen, wir brauchen irgendwie mehr Flexibilität, um die alle bedienen zu können. Und es klappt nicht zu sagen, wir haben nur einen kleinen Standard und ihr müsst euch aus dem Standard bedienen.
Und andererseits haben wir gesehen, Hadoop, Platte und Anwendung zusammen, heißt immer, ich muss dann bei der Skalierung auch Platten bestellen und so weiter. Und es hat einfach nicht mehr zusammengepasst. Wir haben viel mehr Memory gebraucht, aber viel weniger Platten. Und so kam dann ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht gibt es andere Technologien. Man hat natürlich dann über virtuelle Maschinen nachgedacht, aber baue ich jetzt eine virtuelle Maschine auf für einen Data Scientist, der 20 Minuten sein Programm laufen lassen will und dann es nicht mehr braucht. Und parallel war schon über die OKP eben OpenShift bei uns im Haus. Und dann haben wir gesagt, schauen wir uns das als Technologie mal an. Und so ein Schlüsselmoment war eigentlich das Thema GPUs. Es kamen Use Cases zu uns, die sagen, okay, ich will Dokumentenerkennung machen. Also Bankkunde legt irgendein Papier hoch zu seiner Bank, ein Vertrag, ein Personalausweis, wie auch immer. Und ich will das Ganze halt erkennen können über eine entsprechende KI. Und dafür war viel zu installieren eigentlich auf einem Hadoop. Und da haben wir gesagt, das kriegen wir so nicht mehr unter, vor allem nicht verschiedene Use Cases. Wie können wir GPUs alternativ bereitstellen? Und zu dem Zeitpunkt hat NVIDIA schon auf Kubernetes GPUs unterstützt und war gerade so in den ersten Schritten in OpenShift. Und wir hatten zum Glück noch ein paar Monate Zeit, bis es wirklich produktiv laufen sollte. Und haben da mit NVIDIA und OpenShift dann zusammen eine Lösung gefunden und dann GPUs auch auf OpenShift bereitgestellt. Ein anderes Thema war auch, Stefan hat es vorhin schon gesagt, Hochverfügbarkeit über RZ-Grenzen hinweg ist bei uns ein großes Thema. Also wir müssen ausfallsicher sein. Und da tat man sich mit dem Hadoop immens schwer, um das alles zu handeln. Und bildlich war im Prinzip das Hadoop-Modell ist so mehr und mehr zerbrochen eigentlich, war nicht mehr zeitgemäß. Und es war eben an der Zeit, was Neues zu machen. Und es war so der Grund für uns, in Richtung OpenShift zu gehen. Und es hat halt für uns immense Vorteile. Wir können verschiedene Technologien anbieten. Ich habe mal ein paar hier mitgebracht. Man kann verschiedene Spike-Versionen aufsetzen. Man kann verschiedene Airflow-Versionen aufsetzen. Es gibt Operatoren für NVIDIA-GPUs. Es gibt Operatoren beispielsweise von Stackable für Spike und. Und so sind wir in der Lage, den Data-Scientisten ihre entsprechende Entwicklungsumgebung so hinzustellen, wie sie sie wollen. Also die haben verschiedene Möglichkeiten, sich da einzubringen. Wir können es über Namespaces oder halt innerhalb der Namespaces entsprechend schön trennen. Und um das Thema Storage zu entspannen, setzen wir auf ein S3. Also wir haben ein NetApp-Storage bei uns im Haus, das nach außen S3-Protokoll spricht. Und so können wir halt unterschiedlich skalieren. Das heißt, wenn ein Use Case viele Datenmengen hat, dann liegt es im S3 entsprechend. Und wenn er mehr Memory braucht, dann kann man auf OpenShift die Ressourcen erhöhen. Und wir können natürlich viel flexibler und viel schneller das Ganze bereitstellen. Und wichtig bei uns auch, dass die Teams auch arbeiten können. Also, dass wir nicht immer so ein Bottleneck haben. Ja, das Team muss erstmal 2 Monate warten, bis die Plattform Hardware hingestellt hat oder die Plattform Linux installiert hat, wie auch immer. Sondern mit dem flexiblen Modell von OpenShift können die einfach starten. Also, die müssen bei uns einen Onboarding-Prozess durchführen. Und danach sind die eigentlich in der Lage, recht autark zu arbeiten, weil wir haben hunderte, tausende Entwickler wahrscheinlich bei uns im Haus. Und da verhindern wir einfach, dass die da Zeit verlieren und recht schnell ihre Projekte umsetzen können. Genau. Und was uns da zukünftig jetzt beschäftigen wird, einerseits die Frage in Richtung GPUs. Aus der NVIDIA-Sicht kommt so, wie geht es da weiter mit CPUs? Werden die CPUs sich zukünftig noch so schnell entwickeln wie in den vergangenen Jahren? Oder muss man mehr auf GPUs setzen zukünftig? Dann natürlich, GPUs sind Mangelware, also wenn man mal versucht, GPUs zu kaufen aktuell, extrem schwierig. Da sind wir dran, intelligente Lösungen zu entwickeln, wie können wir mit den Ressourcen umgehen. Und ein großes Thema, OpenShift löst leider nicht alle Probleme von uns. Also auf Hadoop hat man einen Ressourcenmanager, der nennt sich Yarn, klassisch, und den gibt es nicht 1:1 so auf OpenShift, und OpenShift-Bot-Mittel haben wir da auch noch nicht die Möglichkeit, den Hadoop hatte. Und da beschäftigen wir uns aktuell momentan intensiv, können wir auch nachher in der Austauschsession gerne drüber sprechen. Und dann natürlich das Thema hybride Ansätze. Philipp hat es vorhin schon gesagt, wir sind auch schon in Public Clouds unterwegs, also in Azure, und stellen dort auch GPU-Ressourcen beispielsweise bereit. Und wir gucken uns auch an, wie kriegen wir so datengetriebene Themen auch in Richtung Cloud zukünftig. Also es wäre ein großes Thema, vor allem wir haben im S3 mittlerweile für unsere Big-Data-Themen, ich meine so 800 Terabyte,
Und in dem Bereich muss ich mir halt auch überlegen, wenn ich da zu einem Cloud-Provider gehe und lege da große Datenmengen ab, der schickt eine Rechnung dafür. Und der schickt auch eine Rechnung für Netzwerkverkehr. Also das sind alles Themenstellungen, die uns zukünftig da treiben werden. Genau, das war's von mir. Nachher gerne in der Breakout-Session noch tiefer Big Data. Wenn jemand noch Fragen hat, Ideen, dort einfach stellen. Genau, dann übergebe ich an Stefan wieder. Also von mir nur noch als letztes ein ganz kurzer Werbeblock. Ihr seht auf der einen Seite, wir haben sehr spannende Technik, schöne Räumlichkeiten. Also wenn jemanden kennt, der unbedingt auch in so einem Umfeld arbeiten will, wir haben draußen ein paar Flyer, wo wir gerne mitnehmen, an Freunde und Bekannte weitergeben. Das nur so als kleiner Werbeblock noch von mir. Und Jonas, wir können... Dann übergebe ich zurück an die Kollegen von Red Hat für die weiteren Schritte. Dankeschön. Vielen Dank für die wunderbaren Keynote. Genau, einmal einen Applaus für die Red Hat.